Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal den Gift Card of Friends. Aber bevor ich aufnehme, will ich nochmal aufmerksam auf Freaky Gamer machen. Er macht nämlich auch YouTube. Ich werde ihn euch auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken. Wäre auf jeden Fall korrekt, wenn ihr ihm ein Abo da lässt. Denn er ist auch ein sehr korrekter Dude. Und ja, was ihr für diesen Glitch braucht, Leute, ihr braucht einen Kollegen, der eine Casino Penthouse Garage besitzt. In der Casino Penthouse Garage braucht er irgendein beliebiges Auto. Das Auto geht dabei nicht verloren. Ihr selber braucht eine MOC mit einem persönlichen Fahrzeuglager. Und in diesem persönlichen Fahrzeuglager muss ein frisch gekaufter LG EH8 stehen. Und dann braucht ihr noch hinterher das Auto von eurem Freund, was ihr haben möchtet. Aber ich würde sagen, labern wir nicht so viel, sondern kommen auch direkt schon zum Video. Und ja, Leute, was ihr noch beachten müsst, dass ihr in einer Sitzung nur für Spieler mit Einladung seid und dass nur ihr und euer Freund in der Sitzung seid. Und was ihr auch beachten müsst, dass ihr im Fäustchen seid. Wenn ihr die Sachen so wie ich habt, geht jetzt in euren MOC rein und fahrt mit dem frisch gekauften LG EH8 aus eurem MOC raus. Jetzt muss noch, wie gesagt, das Auto von eurem Freund, was er aus seinem Casino Penthouse geholt hat, auch ebenso auf dem Parkplatz stehen. Und jetzt seht ihr auch oben rechts, was mein Freund macht. Denn euer Freund steigt jetzt aus seinem Auto aus und kommt jetzt einfach bei euch in das Auto rein, was ihr gerade aus eurem MOC rausgeholt habt. Dann öffnet er das Optionsmenü und geht einfach in das Shortcut-Menü. Wenn er dort drin ist, drückt ihr einmal Pfeiltasten nach rechts, dann bemerkt ihr, dass euer Freund automatisch aussteigt. Wenn er automatisch ausgestiegen ist, schließt ihr jetzt sein Optionsmenü und steigt in sein Auto ein. Jetzt öffnet ihr euer Handy, geht auf schneller Job, geht auf Aktivität, Arm drücken, Freundin-Sitzung, bist du sicher. So, jetzt wartet ihr, bis unten rechts 1 von 2 steht. Wenn unten rechts 1 von 2 steht, geht euer Freund auf euer Profil, geht auf Übersicht, geht auf Grand Theft Auto V oder Grand Theft Auto 5, wie auch immer, und geht dann einfach auf Beitreten. Dann, wenn er einmal X auf Beitreten gedrückt hat, kriegt er eine schwarze Meldung. Diese schwarze Meldung lehnt er jetzt ab, dann drückt er zweimal schnell die PS-Taste und guckt nochmal nach, ob er noch auf der Meldung ist oder eher gesagt, ob er noch auf diesem Beitreten ist. Wenn er noch dort drauf ist, drückt er nochmal zweimal schnell die PS-Taste, dann geht er jetzt hin und fährt zum Penthouse hin oder eher gesagt hier hinten an die Garage. Dann drückt er X auf Penthouse, wenn er X auf Penthouse gedrückt hat, drückt er zweimal schnell die PS-Taste. Drückt X auf Beitreten, dann muss er die erste Meldung sofort annehmen. Und bei der zweiten Meldung wartet er, bis er komplett hochgezogen ist. Wenn er hochgezogen ist, nimmt er die zweite Meldung auch an, drückt dann nochmal Doppel-PSN-Taste und drückt dann nochmal X auf Beitreten. Dann wartet er, bis er komplett runtergezogen ist. Wenn er runtergezogen ist, dann lehnt er die Meldung ab und steigt dann aus seinem Auto aus. Und jetzt dürftet ihr auch schon bemerken, wenn er die Meldung abgelehnt hat, dass er dann gleich mit seinem Auto und er selber auch auf die Map wieder drauf fällt. So. Wenn das passiert ist, steigt jetzt euer Freund einfach wieder bei euch in das Auto ein. Dann fahrt ihr an euren MOC ran und drückt die Pfeiltasten nach rechts. Wenn ihr dann genauso wie ich gefiest seid, öffnet jetzt euer Freund das Handy, geht auf schneller Job, geht auf Aktivität, geht auf Arm drücken, Freundin-Sitzung, bist du sicher? Dann kriegt er eine schwarze Fehlermeldung, die nimmt er an. Dann geht er wieder auf schneller Job, Arm drücken, Freundin-Sitzung, bist du sicher? Und dann wartet ihr, bis bei eurem Freund 1 von 2 steht. Ihr bemerkt das auch, denn ihr bekommt eine Einladung in GTA von eurem Freund. Wir warten jetzt noch kurz, Leute. So, wenn ihr die Einladung jetzt habt, drückt ihr einmal die PS-Taste und tretet eurem Freund über das PS-Menü oder über das Xbox-Menü bei. So, wenn ihr dann jetzt, wie ich, in der schwarzen Meldung seid, öffnet euer Freund jetzt einmal das Handy und geht auf Aktivität und drückt dann einmal X auf Rennserie und geht dann einfach aus seinem Handy raus. Wenn dann bei eurem Freund unten rechts kein Timer mehr steht, sagt euer Freund euch Bescheid. So, wenn das so sein sollte, nehmt ihr dann die erste Meldung an, dann müsstet ihr wie ich hochgezogen werden. Dann nehmt ihr die zweite Meldung auch an und dann seht ihr, dass ihr immer noch in eurem Auto drin sitzt mit eurem Freund und einfach, noch drin sitzt. Jetzt fahrt ihr an das Parkhaus ran, zack, drückt X auf Parkhaus, dann einmal PS-Taste, nochmal PS-Taste und dann seht ihr, dass ihr gefreezt seid. Und jetzt müsst ihr wie immer 40 Sekunden lang warten.
Und ja, Leute, wenn ihr jetzt 40 Sekunden um sind, steigt jetzt euer Freund einfach aus dem Auto aus und bringt sich dann selber um. Jetzt seht ihr, dass ihr automatisch reingezogen werdet, und wenn ihr dann jetzt 40 Sekunden lang gewartet habt, dürftet ihr auch schon sehen, dass ihr jetzt in einem unendlich langen Ladebildschirm seid. Wenn das so sein sollte, müsst ihr jetzt einer Person beitreten, die in einem anderen Zielmodus spielt als ihr selber. So, wenn ihr der Person jetzt beigetreten seid und ihr die erste schwarze Meldung habt, drückt ihr zweimal schnell die PSN-Taste und tretet der Person nochmal bei. Wenn ihr dann jetzt eine Zielmodusänderung-Meldung habt, lehnt ihr diese jetzt ab. Dann drückt ihr die Optionstaste, geht auf Online und geht ins Criminal Enterprise Data Paket. Falls ihr jetzt vorhin keine Zielmodusänderung-Meldung habt, nehmt ihr einfach eine andere Person und macht das dann auch. Jetzt geht ihr aus dem Criminal Enterprise Data Paket raus und steigt einfach aus eurem Auto raus. Jetzt seht ihr, dass ihr wie ich hier so entweder fliegt oder einfach nur durch die Map fällt. Dann spawnt jetzt irgendwann wieder wie ich auf der Map und jetzt holt euer Freund das Auto, was ihr von ihm haben möchtet. Was ihr jetzt macht, ihr lauft genauso wie ich einfach hier in Richtung Weinewutschild, geht auf Sonderfahrzeuge, MOC und bestellt euch euren MOC nochmal. Und Leute, ich hoffe, ihr versteht, wie dieser ganze Glitch funktioniert. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, den so für euch zu erklären und es so zu zeigen, dass ihr ihn halt auch nachmachen könnt, und das sehr einfach. Und ja, wir warten jetzt noch, bis ein Auto angekommen ist. Was ihr in der Zeit schon mal machen könnt, ist die Autos hier wegschießen, dass ihr den Glitch jetzt gleich zu Ende machen könnt und das Auto von eurem Freund habt. So, denn wenn das Auto von eurem Freund jetzt da ist, stellt euer Freund am besten nochmal zur Sicherheit seinen Fahrzeugzugang auf alle, dass ihr halt in sein Auto auch einsteigen könnt. Denn jetzt steigt euer Freund aus seinem Auto einfach aus und stellt sich an euren MOC dran. Wenn er dann jetzt an euren MOC dran steht, lauft ihr in den blauen Kreis und dann dürftet ihr wie bei mir oben links die Meldung haben, für Eintreten mit nahen Freunden und Crew oder Alleinantreten. Ihr drückt X auf Alleinantreten und jetzt joint ihr wieder eine Person, die in einem anderen Zielmodus spielt als ihr selber. Wenn ihr die Person einmal gejoint seid und die schwarze Meldung habt, drückt ihr Doppel-PSN-Taste und tretet der Person einfach nochmal bei. Jetzt lehnt ihr die zweite Meldung ab, dann seht ihr, dass ihr unsichtbar seid, und jetzt müsst ihr ganz schnell in das Auto von eurem Freund einsteigen. Und dann seht ihr, sobald ihr eingestiegen seid, dass ihr mit dem Auto in eurem MOC spawnt. Jetzt, um euch sicher zu gehen, dass ihr das Auto wirklich abgespeichert habt, wechselt ihr einmal kurz eure Outfits und wartet unten rechts auf die goldene Ladeschnecke. Wenn ihr die wartet, würde ich jetzt auch schon sagen, dass ihr auf jeden Fall mal den Kanal von Freaky Gamer abchecken solltet. Aber ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da, haut rein und ciao.